Hallo Leute, schönen guten Tag, schönen guten Morgen oder schönen Abend, je nachdem wann ihr seht. Hier die Luzifer News aus Braunschweig mit der Aktion Freiheit für Konrad Fitz, Justizskandal in Eberswalde. Ja, ihr habt den ersten Beitrag ja schon gesehen, reichlich Zugriffe. Den Hintergrund wisst ihr. Ja, man hat also den Konrad Fitz verhaftet. Ich hatte den Rechtspfleger, Herrn Korden, angerufen, hatte ihn einen Pfand angeboten. Dieser wurde abgelehnt. Laut Benno Heusen, das ist dieses hier, Vollstreckungsrecht für Anfänger, hat jeder Rechtsanwalt, jeder Richter und jeder Staatsanwalt im Schrank stehen, sind sämtliche Forderungen, wenn ein Rechtspfand abgelehnt wird, rechtswidrig. Das heißt, es bestehen keine Forderungen mehr. Er hat das Gespräch dann beendet, seinen Aussagen. Dieses Gespräch ist für mich beendet, hat aufgelegt und hat die Verhaftung weiter fortführen lassen. Das ist ein Verstoß gegen die Menschenrechte, ja, wie sie hier drin sind. Also dieses hier, diese Menschenrechte, Grundgesetz, Artikel 1, ja, die Würde des Menschen, ne, bla bla bla, ist zu schützen, ist höchstes Gut der staatlichen Gewalt. Das ist dann nicht mal das Papier wert, wo ihr es drauf gedrückt habt. Ja. Die Justiz in Eberswalde geht hier Rechtsbrüchen nach, macht Verhaftung, das ist Freiheitsberaubung. Es ist also unglaublich. Und während sich die Argen Luxusjob schaffen mit 13.300 Euro, Bild berichtet, ne, auf Analogie zu Fokus, ich habe hier ein wenig Filmmaterial dazu, das ich euch zeigen müssen, werden hier schwerbehinderte ältere Menschen inhaftiert, um sie auszusaugen. Das ist ein Skandal, der also unglaublich ist in diesem Land, dass man auf die Schwächsten der Schwächsten losgeht mit aller Staatsgewalt, die es gibt, und dass man sogar Rechtsbrüche macht. Ich zeige euch hier mal den Film von der Bild am Sonntag. Für die Leute, die meisten können sich ja kaum noch so eine Zeitung leisten, die es nicht gesehen haben. Hier der Bericht von der Bild am Sonntag und von meinem Portal, bitteschön. So, ihr seht hier den Bericht vom Bundesrechnungshof von der Bild am Sonntag. Arbeitsagenturen, Luxusjobs im eigenen Haus geschaffen, Monatsgehälter von 13.300 Euro. Was haben wir denn hier noch? Das System soll nicht festes Monatsgehalt von 5.300 bis 7.200 Euro beinhalten. Ne? Dann haben wir hier 10.350 Euro im Monatsgehalt. Dazu kommen jährlich gestaffelte Bonusse bis zu 6.300 Euro. Handys, zusätzlicher Urlaub. Es ist also unglaublich, was die sich hier Fahrzeuge. Und das Ganze ist von Focus Online recherchiert worden. Ja, das heißt, man schafft sich hier ganz locker mal ein paar Gehälter auf Kosten von Arbeitslosen und Schwerbehinderten wie den Konrad Fitz. Und wenn die nichts haben, dann sperrt man sie ein, wie das die Justiz Eberswalde macht. Es ist also unglaublich, ja. Und es ist also, wenn ihr überlegt, dass alle Arbeitnehmerdaten jetzt zur Arge gehen über das Elena-System, dann könnt ihr euch vorstellen, was die mit diesen Daten machen. Die schaffen sich noch mehr super Luxusjobs, kaufen sich Autos und Häuser und ihr seid die Dummen. Es ist also unglaublich sowas. Ja? Und das ist ein System, wie gesagt, ich sage da noch mehr zu. Also da fällt einem nichts mehr zu ein, was hier in diesem Land vor sich geht. So, das ist jetzt von meiner Seite. Hier habe ich das auch nochmal. Bundesrechnungshof klagt Arbeitsagenturen an. Luxusjobs bis 13.300 Euro plus persönlicher Zulagen. Ja. Dazu kommen noch Urlaube, ein Tarifsystem, ein Bonussystem, so laut Focus. Es ist also unglaublich, was hier abgeht, wie man hier über die Rechte der Bürger 1-Euro-Jobs, um K 500.000 Menschen aus der Arbeitslosigkeit verschwinden zu lassen. Ja, dafür hat man Geld, um die Arbeitslosenzahlen zu drücken, die Leute in 1-Euro-Jobs zu drücken und so eine, wie heißen sie, ja, die Seelenverkäufer, Leiharbeiter zu schaffen. Ja, diese Argen machen dieses Land kaputt.
Sie machen dieses Land kaputt und sie gehen über die Schwächsten, auf die Schwächsten der Schwächsten los. Ja, ich habe hier also Fälle, wo Frauen gesagt wird, sie sollten noch Anschaften geben, wenn das Geld nicht reicht. Ja, man will behinderte Leute im Rollstuhl, so die Arge Braunschweig, verdienen, hat gesagt, dann soll man einen Eurojob machen, wenn das Geld nicht reicht. Ja, und wie gesagt, die Krönung ist eben der Konrad Fritz, der von der Staatsanwaltschaft Eberswalde zwangsinhaftiert wird, obwohl ich einen Pfand angeboten habe, und das werde ich eidesstattlich beurkunden. Ja, und damit ist die Inhaftierung Freiheitsberaubung. Es ist also unglaublich, was hier in diesem Land losgeht, was die AGE macht und das mit Hilfe der Justiz Menschenrechtsverletzungen begeht, die seinesgleichen suchen. Ja, es ist also unglaublich. So, ihr seht hier den Justizminister von Brandenburg, Dr. Volkmar Schönberg. Schöneborg heißt er, Schöneborg. Na, das ist der Justizminister. Und wenn der diese Rechtsbrüche weiter begehen lässt, ohne dass Herr Konrad Fitz entlassen wird, aus der Haft entlassen, von der Freiheitsberaubung entzogen wird, fordere ich hier gleich den Rücktritt des Justizministers von Brandenburg, Dr. Volkmar Schöneborg. Solche Leute haben in der Justiz, in der Rechtsprechung nichts zu suchen, wenn hier auf die Ärmsten der Armen, auf behinderte Menschen losgegangen wird, ohne jegliche Rechtsgrundlage. Das ist nicht hinnehmbar und das geht auch gar nicht. Also von daher fordere ich, sollte Herr Konrad Fitz nicht demnächst entlassen werden, freigelassen werden, den Rücktritt des brandenburgischen Justizministers, Dr. Volkmar Schöneborg. So, wie gesagt, ich fordere die sofortige Freilassung von Konrad Fitz. Sollte dies nicht umgehend geschehen, fordere ich den Rücktritt des Justizministeriums. Vielleicht nochmal zum Hintergrund. Die AG Braunschweig hat mir zum Beispiel eine Unterlassungserklärung verweigert, rassistische Straftaten und Aussagen gegenüber meiner Person nicht zu unterlassen. Das heißt, man hat neue Straftaten angedroht. Der Fall Konrad Fitz dürfte ein erneutes strafbare Handlung sein, die gegen Hartz-IV-Empfänger durchgeführt werden. Es ist nicht mehr hinnehmbar, dieses Hartz-IV-Gesetz, geschweige die Vorgehensweise der Justiz und der Argen, indem man hier Luxusjobs schafft. Hartz-IV gehört abgeschafft, die Freilassung und Entschädigung der Betroffenen hat sofort zu erfolgen. Es geht hier nicht an, dass gegen Menschenrechte und sämtliche Rechte verstoßen wird und hier die Ärmsten der Armen die Kosten tragen, damit sich hier einige Leute bereichern in diesem Land. Jo, das war's von der Lucifer News. Bleibt schön sauber, bleibt trocken, damit wir uns bald wiedersehen zu den nächsten Lucifer News aus Braunschweig. Tschüss.